Die Bindung zum Kleinkind ist ein zentrales Thema in der Erziehung und beeinflusst die kindliche Entwicklung. Heute geht es um die Bindungstheorie. Insbesondere befassen wir uns damit, wer eigentlich die Bindungstheorie aufgestellt hat, welche Annahmen es gibt und welche Phasen das Kind in der Entwicklung beim Aufbau der Bindung durchläuft. Ein weiteres Video zu den Bindungstypen findest du bereits auf meinem Kanal. Wenn du neu auf dem Kanal bist und dich für Themen rund um die Erziehung und die Arbeit mit Kindern interessierst, dann lade ich dich herzlich dazu ein, meinen Kanal zu abonnieren, um mich auf meiner Reise zu begleiten. Los geht's! Kurz vorweg, die Begründer der Bindungstheorie waren John Bowlby, der Kinderpsychiater und Arzt, und Mary Ainsworth, die Entwicklungspsychologin. Die Bindungstheorie wurde in Deutschland von Karen und Klaus Großmann verbreitet. Sie sind beide Psychologen und Diplompädagogen und haben zur Bindungstheorie noch einige Untersuchungen durchgeführt. Nun zur Annahme der Bindungstheorie. Was meine ich also, wenn ich von Bindung spreche? Die Bindungstheorie nach John Bowlby geht davon aus, dass Neugeborene und Kleinkinder ein intensives Bedürfnis nach Zuwendung, Schutz und Nähe haben. Säuglinge und Kleinkinder müssen auf eine feste Bezugsperson zurückgreifen können, zum Beispiel Mutter oder Vater, einfach mit dem Hintergrund, damit sie ihr Neugier und ihr Entdeckungsverhalten ausleben können. Die Theorie besagt auch, dass Kinder einerseits Schutz und viel Nähe brauchen, einfach damit sie Sicherheit verspüren können, aber auch sagt die Theorie wiederum aus, auf der anderen Seite, dass die Kinder dennoch trotz der Sicherheit und trotz ihrer Entfaltung sich selbst entfalten sollen. Also das heißt nicht nur im Sinne von, dass die Bezugsperson beim Kind ist, sondern vielmehr, dass das Kind auf sich selbst gestellt ist. Eine sichere Bindung ist Voraussetzung für eine stabile psychische Sicherheit des Kindes und unterstützt auch beim Aufbau der grundlegenden Fähigkeiten wie zum Beispiel Sicherheit und Exploration. Daher ganz wichtig, die Bindung bezeichnet eine lange andauernde soziale und emotionale sehr enge Beziehung zwischen dem Baby und seiner Bezugsperson. Ganz entscheidend ist also die Beziehung zwischen Erzieher und dem zu Erziehenden, dass das Kind eine Bindungsperson benötigt und dass das Kind alle Erfahrungen, die es in der Kindheit macht, verinnerlicht und dadurch auch das Bild vom Kind geprägt wird. Nun zu der Frage, wie entwickelt sich Bindung? Die Bindungsentwicklung vollzieht sich in vier Phasen. Ich beginne mit der ersten. Diese wird als die Phase der unspezifischen Reaktion definiert und findet in den ersten zwei Lebensmonaten statt. Der Säugling zeigt hier allgemeine Reaktionsweisen wie Schreien, Anschauen oder Klammern. Das Neugeborene möchte hier schon Kontakt zur Mutter herstellen und setzt verschiedene Mittel ein. Es kann allerdings noch nicht unterscheiden, welche Personen es mit seinem Verhalten anspricht. Damit meine ich, alle Menschen, die in der Nähe des Kindes sind, werden gleichermaßen kontaktiert und dürfen sich eben dann um die Belange oder um die Bedürfnisse des Kindes kümmern. Also all seine Körperwahrnehmungen bilden den Ausgangspunkt vom Ich-Bewusstsein. Die zweite Phase ist die Phase der unterschiedlichen sozialen Reaktionsbereitschaft und findet ungefähr vom 3. bis zum 8. Lebensmonat statt. Das Kind orientiert sich zunehmend auf vertraute Erwachsene und es steuert zunehmend zielorientiert sein soziales Verhalten. Anders als in der Phase zuvor reagiert es schneller und differenzierter auf seine Bezugspersonen als auf Fremde. Also das Kind wirkt nun auf seine Umgebung ein und bemerkt, dass es damit etwas verändern kann, wie zum Beispiel die Mama kommt. Und durch die Erfahrungen der ganzen Selbstwirksamkeit wird das Ich-Bewusstsein des Kindes gestärkt. Gegen Ende der Bindungsphase beginnt es zu fremdeln, also es wendet den Kopf von anderen unbekannten Gesichtern ab und weint oder klammert an seine vertrauten Bezugspersonen. Das Fremdeln wird auch als sogenannte 8-Monats-Angst bezeichnet, da es im 8. Lebensmonat stattfindet und ist ein Zeichen dafür, wie ich schon eben erwähnt habe, dass das Kind zwischen vertrauten und fremden Personen unterscheidet. Die Ausprägung, wie lange und wie intensiv das Gefühl des Kindes des Fremdelns festhält, ist von Kind zu Kind unterschiedlich. Die Zeit vom 9. Lebensmonat bis zum ungefähr 2. Lebensjahr ist gekennzeichnet durch die Phase des aktiven, initiierten und zielkorrigierten Bindungsverhaltens. Der Säugling entwickelt sich bis zum 1. Lebensjahr stark weiter, da passiert ganz viel. Er kann nun krabbeln und laufen, recht zielsicher greifen und sich zunehmend immer besser verständigen. Motorik und Kognition entwickeln sich. Kinder sind sichtbar erfreut, wenn sie Eltern sehen. Sie beginnen erste Laute von sich zu geben. Sie entwickeln immer eine klarere Vorstellung der Eltern. Die kindliche Wahrnehmung wird intensiver und stärker. Und eine deutliche Bindung zur Mutter ist nun erkennbar. Die Mutter ist nun der Zufluchtsort für das Kind und stellt einen sicheren Hafen für das Kind dar. Und das Kind schaut auch immer wieder zur Mutter oder möchte durch Blickkontakt oder durch Handlungen von ihr Bestätigung haben, einfach, dass es ihr gut geht. Außerdem zeigen Kinder in dieser Phase eine Trennungsangst. Die Trennungsangst ist ein natürlicher Schutzmechanismus des Kindes, der einsetzt, weil die Kinder, die wollen immer diese Nähe und diese Geborgenheit und Sicherheit
zu ihrer Bezugsperson spüren. Jetzt hast du schon ganz viel über die Fortschritte des Kindes in der dritten Bindungsphase mitbekommen. Die vierte Bindungsphase setzt erst dann ein, wenn das Kind ausreichend sprechen kann und weiß, was die Bindungspersonen mit dem Verhalten beabsichtigen wollen. Dies ist die Phase reziproker Beziehungen und diese findet meist zwischen dem zweiten und dem dritten Lebensjahr des Kindes statt. Da das Kind nun ausreichend sprechen und sich verständigen kann, erweitern sich die sozialen Beziehungen des Kindes. Also das Kind hat nicht nur eine Bindungsperson, vielmehr hat das Kind jetzt ganz viele verschiedene Bindungspersonen. Das Kind kennt nun ganz viele Personen, Mutter, Vater, Großeltern, Onkel, Tante oder Cousin, Cousinen und es bildet klar eine Bindungshierarchie. Also es kennt seine Vorlieben und weiß zum Beispiel, mit wem es sich gerne ein Buch anschaut oder mit wem es gerne Lego spielt. So schenkt das Kind bestimmten Bindungspersonen mehr Aufmerksamkeit und andere Bindungspersonen haben für das Kind weniger Bedeutung. Entscheidend ist jedoch, dass alle Bindungspersonen ein wichtiger Wegbegleiter für das Kind sein können und die Autonomie unterstützen. Die letzte Entwicklungsphase der Bindung ist die Phase der zielkurierten Partnerschaft und setzt ungefähr ab dem vierten Lebensjahr ein. Ihr habt jetzt schon gehört, dass Kinder sich eigene Prioritäten setzen können und auch wissen, welche Bindungspersonen für das Kind in einem bestimmten Abschnitt von Relevanz sind. Und das Kind hat nun durch die intensive Bindung zu verschiedenen Bezugspersonen und Bindungspersonen hat das Kind Selbstständigkeit erlernt und lernt durch Erfahrungen dazu. Es kennt nun Eigenschaften, Fähigkeiten und Einstellungen über sich selbst, aber auch kennt das Kind Werte der anderen Mitmenschen. Im Laufe des Lebens werden Kinder ebenso wie Erwachsene ihre Persönlichkeit weiterentwickeln, neue Beziehungen aufbauen und Bindung zu anderen Menschen schließen. Aber eine stabile psychische Sicherheit ist von Anfang an die Grundvoraussetzung dafür, dass das Kind überhaupt Bindung entwickelt und dadurch auch Bindung zu anderen Personen aufbauen kann. Ich hoffe sehr, ich konnte dir mit dem Video weiterhelfen. Weiteres mehr über die Bindung und Themen der Erziehung findest du auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal.